YouTube, da bin ich wieder. Jetzt bin ich einmal da gewesen, so schnell werdet ihr mich nicht mehr los. Ja, das habt ihr euch eingebrockt, warte. Gut, und wir haben die neue Twitch Clips Germany Folge 198. Und zwar das ganze Wochenende durchgeballert, muss ich sagen, sehe ich mich. Fühle ich, ballern ist halt genau meins. Ballern ist halt einfach genau meins. Okay, so, wir starten. Und zwar in den Spaß 198. Let's go. Let's go. Ich versuch's jetzt mal. Und damit ein herzliches Willkommen zu Twitch Clips Germany. Yay. Yay. Vergiss das. Auch auf Samstag ab 13 Uhr machen wir gemeinsam Kack. Ja! Ja! Wir kacken gemeinsam! Ja! Cupcakes. Anne. Nee, kacken finde ich besser, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, Evil 4. Alle so Resi 4. RE4 ist gleich Resi 4, alles ist Resi 4 und ich denke einfach an den Regionalexpress Nummer 4. Ja. So, wir machen aber, ihr wisst, wie es läuft, ne? Man muss immer seinen Arbeitsplatz sauber machen. Wir machen aber die Speedrun-Variante wieder. Ja, weiß ich jetzt nicht. Hab geputzt. Hat mehr geputzt wie ich. Kommt ein Skelett in eine Bar und bestellt gleich eins aufs Maul. Oh, ich lieb diese Timings, ne? Oh mein Gott, das ist so gut. Können wir mal eine Sache festhalten? Also auch in meinem Chat gerade, warum sieht denn der so mega fresh aus und ich aus wie ein Idiot? Ihr hättet die Wahl, beim Streamer zuzugucken, der sich so viel Mühe gibt, der so gut aussieht, aber ihr entscheidet euch dafür. Der Typ, der gibt sich richtig Mühe, der sieht super aus. Tja, ich sag nur eins, Streamer und ihre Community, ne? Das spiegelt sich eins zu eins ineinander wieder. Also wunder dich nicht, warum das die Leute bei dir zuschauen, weil die schauen bei dir zu, weil du bist. Weil du genau so bist. Das ist so. Wunder dich nicht. Ich habe keinen Plan, wie man die oben macht. Erstmal schütteln. Das ist ein Knicklicht. Hopp! Oh mein Gott! Und das Problem ist, ihr hört es vielleicht. Alter! Die Timings sind ja mega. Die sind ja echt mega gut. Oh, shit. Ja, jetzt ist alles gut zwischen uns. Lesk. Aber ich weiß noch, damals, was? Vor 2 Jahren oder so, als das so ein Trend war, Streamer zu bewerten, und du darauf aufgesprungen bist, war dein Kommentar, als du mich bewertet hast, Müll. Ich verzeihe, aber ich vergesse nicht. Was? Was ist das für eine Aussage? So, ja, okay, dann ist okay. Ich kann damit leben. Also ich könnte damit leben. Ist ganz normal, machen meine Schubladen auch regelmäßig. Das ist halt, ne, die wollen ein bisschen Luft schnappen. Ist auch irgendwann stickig. Wenn du länger nicht rangehst, wenn es nicht gerade eine Schublade ist, die du jeden Tag benutzt, kann man verstehen. Ja, richtig. Ja. Oder es sitzt so zwei Mäuse drin, die gerade, ne? So Mäuse-Dinge tun. Richtig gehört, Freunde. Wir machen eine Gulasch-Lasagne. Wir haben hier schon fantastisches Gulasch vorbereitet. Also recht geschnitten. Alter. Wow. Ja, und ich muss. Alter. Das hätte auch wieder ich sein können, so. Ohne Witz. Ich muss langsam duschen.
Kriech, Alter, wie ein Streamer. Wenn du wüsstest, wie ich nach meinen Streams rieche. Wenn du hier drin bist mal, nach so 3 Stunden Legday, hier drinne, am besten im Sommer. Tja, da bist du ein botanischer Garten, ne? Da könntest du in der Douglas-Abteilung könntest du arbeiten. So nämlich, so ist der Vergleich. Ja, das ist, glaub mal. No, die haben sich lieb. Ja klar, Mindset, nicht das Kill. F. Leute, darf ich fragen, was ihr hier macht? Das habt ihr jetzt aber gesehen, oder? Ich nehm immer so viele Schlippis mit, dass ich mich jeden Tag einscheißen kann. Okay. Wichtig. Ja. Ich rechne auch damit, weil, also, ich meine, mache ich halt, ist halt mein Ding, ne? Ich scheiß mich auch. Gerne. Mein Hobby. Mega. Frag mal Yaldris. So, das. Die wollte auch am Wochenende kacken. Next! Warum haust du mich zuerst? Wie schnell siehst du mich denn? Was hast du für eine Reaktion? Ach so, Konter, okay, klar. Boah, der war ja böse, der kam ja aus dem Nichts. Alter. Ja, Mann! Yes, Baby! Ich bin der König von Donkey Kong! Jawoll! Bro, wie, das tut, oh, Bruder, oh, das tut ja beim, oh mein Gott, das tut ja weh, das tut ja beim Zugucken weh, oh, Alter. Du musst genau 2 spielen, welches sind, kann dir aber keiner sagen, weil das jedes Mal... Oh. Das Spiel ist gut gewesen. Die Rätsel waren teilweise, ne? Aber das Spiel war schon geil eigentlich. Muss ich sagen. Also Madison habe ich hart gefeiert. Er auch. Er ist auch gerade total, also, boah. Von den Socken. By the way, ziemlich geiles Zimmer, was er da hat. Ich würde weiße Paneele noch hinten ein bisschen mehr fühlen. Reflektieren geiler, aber es ist schon sehr sexy. Arme, Alter, lebt er noch? Mein Gott. Donde está? Au. Donde está? Oh nein. Baby, wir retten. Nein. Das ist eine Bear Trap, Chat. Ich bin nicht rein. Können wir appreciaten, dass ich eine Falle gedodged habe, bitte, Chat. Seht ihr die? Ich bin nicht rein. Mhm. Das mussten wir ja auch mal positiv bemerken. Denn wir haben einen Count dafür, die... Ich hab nur drauf gewartet. Kurz ohne mich spielen? Ich hab nur drauf gewartet. Alter. Ja, weiß ich jetzt nicht. Ist okay, aber ja. Ist, Was? Okay. Alter, like a boss. Das gehört nicht bei TCG rein. Das gehört in diese like a boss Compilation rein. Junge! Das ist halt alles so verdreht. Ich schaff das nicht. Ich schaff diesen verdammten Sprung nicht. Das gibt's doch nicht. So, also, Kraus, bekomme ich bitte einen Tipp von dir, wie man das noch einfacher anstellen könnte? Lass mal die Portale weg, wenn du auf dem Rohr bist. Oh mein Gott, können wir jetzt einfach da... Nein, ne? Ich hab mein Handy verlegt. Gedacht.
Itself, falls du mich hörst, ist es bei dir irgendwo? Oh, Armbanduhr, du hast so recht. Mein Handy ist im Stativ, ich kack ab. Hä? Ugi! Oha! Oh, wild! Alter, warte mal. Das ist hundertprozentig original Krogis Bang-Gesicht. Wenn Krogi bangt, das ist genau so. 100%ig sein Banging-Gesicht. Okay, genau so. Warte. Genau so. Der Augenkontakt. Das ist so. Oh. Viel Spaß mit dem Bild in euren Köpfen. Viel Spaß. Nicht zu weit. Oh mein Gott, nein! Ja, das Auto war jetzt eh nicht so sexy. Augenkontakt immer wichtig. Real Talk. Und hier einen wunderschönen guten Morgen. Hier sehen wir einen wilden Boomer in der Wildnis am Fotografieren. Was soll ich denn tun, wenn ich Angst habe die ganze Zeit? Was soll ich denn machen, wenn ich von der Welt verfolgt werde? Was soll ich machen, wenn die Person, die mich töten möchte, direkt hier vor mir steht? Jasmin, du hast sicherlich schon vom Kinderfresser gehört. Vom Kinderfresser, für den ich die Kinder besorgen musste. Für den ich in die ganzen Dörfer gehen musste. Die Kinder mit der Magie dieser verfluchten Fee. Alter Funk. Wo kam denn das bitte her? Bruder, geh Hollywood, was ist auf Twitch? Mein Gott, du süßes kleines Baby. Jo! No, ich schieße dich gleich mit der Kanone weg. Ja, das ist. Ja, Lilly, das ist genau das. Lilly schießt dich gleich mit der Kanone weg. Aber vorher hacke ich dich in zwei Teile für zwei Kanonen. Ja! Lilly, warum überrascht mich das nicht? Warum? Wer Kinder durch die Bahn tritt. Ich meine, ne? Ja. Schießt doch Feinis durch Kanonen. Esel. Das war überraschend viel Commitment. Das war. Nein. Warum ging ich zu dir? Oh nein. Digga, was das für Musik? Da kriege ich ja direkt das Würgen, Alter. Nicht auf die gute Art und Weise. Darf ich fragen, was die gute Art und Weise an Würgen ist? Katja. Ich sag jetzt lieber nix. Darf ich das fragen? Weiß es einer? Was ist die gute Art und Weise von Würgen? Ach so! Ach, das Würgen! Oh Gott, oh mein Gott. Ich sag weiterhin nichts. Ich schweige, wie ein Grab. Pass ich da durch? Nein! Der Marshmallow-Transport. Oh no. Nein! Das glaube ich jetzt nicht! Hat die Kollision? Komm schon bitte. Nein, es
geht echt nicht. Ich glaub's nicht. Oh, ouch. Ist nicht. Meistens sind Pokémon und ein Mensch. Okay, wem habe ich mich da gerade so vor die Nase gelegt? Sag doch einfach mal, abonniert Twitch Clips Germany. Vielleicht wirst dann auch mal eingeblendet, LUL. Nein. Ich werde nicht sagen, abonniert Twitch Clips Germany. Ja, nee, hast du überhaupt. Das finde ich gut, dass du dich nicht verkaufst und es nicht gesagt hast. Digga, was ist das für Musik? Da kriege ich ja direkt das Würgen, Alter. Nicht auf die gute Art und Weise. Okay, mit Matti werde ich nie feiern gehen. Ja. Wobei, wenn ihr beide dieselbe Würgeart mögt, können wir vielleicht nochmal drüber reden. Daneben! Hm, natürlich. Ich glaube, es war doch nicht so daneben. Boah, Chat, ich erinnere mich noch an diesen Moment. Es war irgendwann letztes Jahr. Ich sitze in meinem Wohnzimmer auf der Couch, habe irgendwas geguckt. Und dann hatte ich, glaube ich, habe kurz telefoniert, habe auf Pause gemacht, leg auf, leg das Telefon beiseite. Und dann war so ein Moment, war Totenstille bei mir im Wohnzimmer. Und ich höre so ganz leise. Nach dem Sex geht die an die Bar und trinken Holy Melody. Bro, relatable. Sehr relatable. Wenn du wissen möchtest, wie die Folge entsteht, sei beim Livestream dabei. Jeden Samstag und Sonntag um 21 Uhr. Ich freue mich auf dich. Ja, Clippy. Ihr könnt bei mir gucken, in der Folge, also hier im Titel, ne? Da könnt ihr mal gerne reinklicken. Da ist das Ganze verlinkt, ne? Das Ganze verlinkt, schaut bei Twitch Clips Germany in seinen Hauptkanal hinein. Bei Twitch auf jeden Fall vorbeischauen. Ist sehr entertaining, macht Spaß, interaktiv. Man kann selbst mitbewerten, bestimmen. Und ja, ihr werdet warmherzig aufgenommen. Da werdet ihr mich teilweise dann auch hin und wieder finden, sollte ich Zeit haben. Schaue ich natürlich auch immer mal wieder bei Clippy rein. Ganz klare Sache. Deswegen hinschauen, lohnt sich. So, wir machen jetzt die Analyse, wie sie draufhaut. So ready für eine Höhle. Und Mund ist zu, halb zu. Ah, sie atmet ein. Das tut immer noch weh. Ich verstehe es nicht. Matteo, bist du... Das ist aber so saublöd, Mann. Jetzt hört auf. Matteo, das machst du doch extra. Erzähl mir nichts. Alter, Micha. Maschallah. Wo kommt denn das her? Ich würde. Also es ist eine bekannte Pizzeria, ich sag jetzt nicht welche. Mhm. Und gehe da so hin und frage, sag mal, wenn ich mir jetzt hier eine Pizza bestelle, zu mir nach Hause. Und er so, ja. Ich so, nimmst du mich dann auch mit zu mir nach Hause? Und er guckt erst so, wie jetzt? Ich sag, wenn ich jetzt hier eine Pizza bestelle, und zu mir nach Hause, dass du die bringst. Kannst du mich dann mitnehmen? Alter, das ist ja voll smart. Das ist ja... Und da guckt er mich an, lacht so, sagt er, ja klar kann ich dich mitnehmen. Ich sag, weil sonst ist ja... Was ist das denn? Sonst ist ja keiner zu Hause, der dir aufmacht, verstehst du? Die Story, hat er sie mir mal erzählt oder habe ich die irgendwo anders mal gehört? Aber die Story habe ich bereits schon mal gehört. Auf jeden Fall habe ich diese Story schon mal gehört, aber es ist einfach, das ist einfach so ein Five-Head-Move. So ein Five-Head-Move. Krass, also. Mehr jetzt, geht klapp. Ja, stimmt. auch Jamie, ich mache die 20%. F, wenn sie mit dem Fahrrad die Pizza austragen. Und was macht der Nuller-Joker da oben? Der Nuller-Joker, das ist die Punkte, die hoffentlich heute Abend sich bei dir auch erhöhen werden. Geil. Der Arme. Hey, Junge, erstmal eine schöne Traubenfanta. Bratis ist seit 4 Monaten tief in der Schuldenfalle. Hey, war lange nicht mehr hier. Mann. Das kennt doch jeder. Was ging dann macht? Ha 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 ha!
Und ich merke auch, also nicht mit Absicht zumindest, ne? Das war jetzt halt aus Versehen. Ist nicht schwierig, weil du erschreckst dich ja eh alle 2 Minuten. Ist ja so schon lustig genug. Ganz kurz, diese Ü-Eier. Bin ich doof oder gab's die nicht früher in so Riesenformat? Also XXXXXL. Weil die größten Ü-Eier, die ich heutzutage hier gesehen habe, die waren halt in diesem Format. Die sind größer wie die normalen, aber die sind halt... Also ich habe die viel größer in Erinnerung. Das würde mich mal interessieren. Gab's denn nicht früher größere Ü-Eier? Schreibt's in die Kommentare. Ich werde sie lesen. Und demjenigen, der mir sagt, dass ich nicht dumm bin, sondern dass das so tatsächlich gab, ja, dass ich nicht demenz bin, dem werde ich die Augen küssen. Mit Leidenschaft. Soll ich mal machen, irgendwann im Laufe des Tages? Also, einmal, habe ich einmal Guthaben? Du darfst ein einziges Mal, aber wirklich ein einziges Mal. Ja. Sonst überlebe ich das nicht mehr. Und das kannst du dir nicht leisten. Das kannst du nicht. Aber dann mache ich das später, weil wenn ich das so, weißt du, wenn man das so ankündigt. Oh. Oh. Alter, er hat sie aus dem Leben genommen. Aus dem Leben hat er sie genommen. Geil. Boah, sie ist gestorben, ne? Ne, sie lacht. Okay. Yippie! Yippie! Digga, sogar die Stimme im Beat freut sich mit. Cool. Und schießt du der Deckel wird. Ja. Yippie! Ich konnte ja nicht. Die Cola hat sich auch extrem gefreut. Wissen, dass Schmatti in so einem schwarzen Kleid ankommt? I did not know. Das sieht aus wie Mama Marti und ihre älteste Tochter Katharina beim Elternabend. Das sieht aus. Und deswegen, Chat, bitte einmal alle zusammen, mögen wir Marti nicht. Genau deswegen, weil sie sich über mich lustig macht. Ha, puh. Frech, frech. Finde ich auch. Marti, völlig, völlig inakzeptabel, diese Aussage. Ist umgekehrt. Oh, Alter. Alter, die Katze, die kämpft ihren eigenen Kampf da hinten. Dobakin, da. Warum? Woher? Warum? Kira, findest du, das ist eine gute Idee? Die macht einfach genau, kämpft den eigenen Kampf. Unter dir ist nichts mehr, ne? Ja. Das macht ja auch nichts. Die klettert reverse. Die Kampfkatze. Übelst. Einfach so random kommt sie so aus dem Nichts und da hinten, die hat ihren ganz eigenen Film gerade. Ich habe mal bei TikTok von einem Urologen gehört, dass wenn man zwischen Hoden und After am richtigen Punkt drückt, man einen trockenen Orgasmus haben kann. Bin gleich wieder da. was? Boah, Bruder. Was? Ich verstehe den Joke nicht. Was? Ich brauche einen Moment. Okay, ich hab professionell. Professionell.
Professionell, habe ich da noch? Ich habe da noch. Oh Gott, ich habe noch einen ganzen Kaffee. Ah, ich muss mich beruhigen, ich trinke erstmal einen Kaffee. Ah, mein, nein, mein Spiel ist schon wieder beendet. Nicht schon wieder. Welche Installation läuft? Das Installation vom Brezel läuft. Ja, moin, Digga, wo ist mein Spiel? Lebe ich noch? Kann ich irgendwie Pause machen? Hallo, geht das wieder hoch? Hallo, 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 hallo. Spiel. Wird's eine M? Alter, sie blutet. Sie blutet. Die Map? Warte, wie gucke ich mir die an? Warte mal. Okay. Ah. Oh mein Gott! Lass mich in Ruhe, das Geschummel. Alla. Luca! Ach du Scheiße! Oh mein Gott, Knippet! Jetzt ist die Luke zu! Co. Hab ich nicht kapiert. Die Map. Kenn das Game nicht. Also, ich kenn's, aber nie gespielt. Aber ganz viel kann man zum Glück auch bei uns. Ja, Herrin. Mit einer Sternchengärte regeln. Gott. Ihr habt gemerkt, dass ich nicht Aua gesagt habe. Woran das liegt? Weil ich es genossen habe. Am meisten. Okay. Oh mein Gott. Nein, nicht überlaufen. Nicht überlaufen. Nein, ich wollte gerade zeigen, wie. Oh Gott, nein. Jetzt dehnt es aus. Da kommt Eis raus. Oh, jetzt? Keine Ahnung, was, aber ja. Also es macht Spaß. Es macht mir vor allem tatsächlich richtig viel Spaß, weil also der Survival-Faktor absolut gegeben ist, auch ohne, dass man permanent Oh, das war wow, das war so survivalig. Wow, das war so richtig gesurvivalt. Das war, hui, wow. Klippi und Katja bei IFA, was meinst du damit, Rapti? Wir müssen wahrscheinlich alle reindrücken, oder? Und nach dreimal, wenn es falsch ist, fängt es wieder von vorne an, oder was? Oha. Oha. Habe ich jetzt nicht verstanden. Ich habe jetzt einfach random rumgedrückt und es gelöst? Ja. Dafür ganzes Wochenende Hardcore Anna, ne? Das lieben wir. Das ganze Wochenende wird jetzt Anna durchgeballert. Yo, okay. Also, wie gesagt, ich bin ein sehr großer Freund von Durchballern. In jedweder Weise. Ballern ist immer gut. Ballern ist super. Ballern ist, da bin ich einfach, wenn du wissen willst, wie kriege ich Mixi irgendwie ballern? Ne? Sag, wir ballern das ganze Wochenende durch. Bin ich dabei. So, ich frag gar nicht. Was für ballern? Was wie ballern? Inwiefern ballern? Es spielt keine Rolle. Sag, wir ballern das Wort. Ich bin dabei. Ich komm. Safe. Ob das ist wegen dem vielen Physikzeugs hier oder das wegen den krassen Grafiken ist? Sie geht jetzt nicht ans Telefon. Haltet bitte, bemerkt euch an welcher Stelle. Junge, ich habe die Musik auch gefühlt. Ich habe sie auch gefühlt. Real Talk. Yes. So. Au. Dark Wolf, die Alerts sind aus. Aber willkommen. Schön, dass du da bist. Wir gerade waren. Sternchen, wunderschön, guck mal. Ja. Hallo? Jetzt habe ich aufgelegt, weil ich dachte, ihre Box geht dran. Damn it.
Muss ich nicht, sorry, brauchst du nicht entschuldigen, alles gut, kriegst du später deine Kanalpunkte wieder, wenn du magst. Was machen Sachen? Wir reagieren ein bisschen auf Twitch Clips Germany. Die Folge 198 wird dann auch später auf YouTube erscheinen. Gerne bei Twitch Clips Germany auf Twitch und YouTube vorbeischauen. Yes. Aber jetzt lehn dich zurück, genieß mit uns ein bisschen die Folge und sind schon sehr, sehr geile Banger dabei gewesen. Geile Version, muss ich sagen. Geile Version. Nice. Sehr, sehr wild. Was ist das? Das sind zwei haarige Cocks. Hä? Erkennst du das nicht? Das sind, die haben so dieses dicke, dunkle, kräuselige Haar. Die Cocks. Ne? Das sind zwei krauselhaarige Cocks. Das bin nicht ich. Das sieht überhaupt nicht aus wie ich. Ach so, ja. Nö. Der Mund ist ein bisschen anders. Wisst ihr, wie das aussieht, wie der Lachsmann? Was? Das kann nicht sein. Also, Matteo, wir müssen unseren Beef in irgendeinem Wettstreit ausfechten, denn das ist eine persönliche Beleidigung. Jungs, ich will euch nicht zu nahe treten, ne? Keinen Fall, aber ich sehe einfach jetzt vier behaarte Cocks. Jetzt sehe ich so quer durchs Bild vier haarige. Was? Hat er nicht gesagt? Nee, das müssen wir nicht. Außer wenn es Beef wäre, wer sieht einem Truthahn am ähnlichsten? Da würde ich mitmachen. Würde ich zwar verlieren, aber ich würde mitmachen. War mein Fehler. War ein Turkey, kein Cock. Entschuldigung. Kann passieren. Ich hab einen neuen Hut! Und der Hut hat Spaß dann. Ja, nicht schlimm, gibt Klicks. So, mach ich auch regelmäßig, ne? Was? Arschbombe! Oh nein, nicht! Da unten war ein Kind, oder? Da war ein Kind unten drunter, oder? Das würde ich mich nie trauen. Alter! Da taucht doch gerade so ein Kind unter den Bällen, so. Und so, Arschbombe, zack, ja, ein Kind weniger. Weiß ich nicht. Wie war das so, Anne? Oha. Dich wollte ich nicht erschrecken. Alter, dich wollte ich nicht erschrecken. Dirk, Alter. Was ist passiert? Was hat man dir... Warum? Welches Subgoal wurde da erreicht? Was... Dirk, so gehe ich mit dir nicht Vodafone niederbrennen. Ich mache mit dir viele andere Dinge. Aber nicht Vodafone. Fuck! Alter! Ist ja komplett durchsichtig, die Scheiße! Hat er aber gut gemacht, ne? Geht schon klar, auf jeden Fall. Hä? Ich mach mal kurz die Mütze auf, nebenbei. Junge, ich sehe aus wie Jens Spahn! Zum Vergleich. Ja, voll, ja, Junge, ja! Hey, Junge, halt's Maul, Alter! Ja!
Ja, ist halt echt so, ne? Ist halt aber schon echt so. Nur, man muss sagen, in jünger. Ja. Ein bisschen frischer. Der Arme, ja, das... Ach, es kommt auf die inneren Werte an. Alles gut. Nicht runterfallen, runter! Was? Warum geht sowas? Wie mies. Tschüss. Oh, bald, sehr, sehr bald kommt der neue Zelda-Teil raus, ne? Ich weiß nicht, ob ihr den Trailer gesehen habt oder beziehungsweise dieses Ding von Nintendo. Ich bin skeptisch. Ich freue mich drauf. Ich habe zwar keine Dings, aber ich bin trotzdem skeptisch. Sah jetzt irgendwie halt wie Breath of the Wild-Klon aus. Tut mir leid, dass ich sagen muss, aber ja. Wow. Steht X, merkt ihr das einfach mal. Wenn da blaues X steht, dann musst du E scheinbar drücken. So? Ja. Stand doch da! Genau so. Boys. Nee, genau so. Oh, da ist doch kein Strom drauf. Ich hab's gerade in den Nacken gekriegt. Also Strom ist nicht drauf. Doch! Kein Strom drauf. Das sind die Stadtkinder, ne? Das sind die Stadtkinder. Die wissen nicht, dass es da meistens so ist, dass da nicht permanent Strom fließt, sondern immer so in Intervallen da durchgeht. Kann sein, du fässt das Ding an und es ist nix, ne? Es gibt natürlich auch da, es gibt auch die durchgehen mit Strom, aber da gibt es halt auch die, ne? Die ja immer mal wieder so Strom, kein Strom. Ja. Das. Sehr viele Dorfkinder mussten das genau so oder ähnlich in Erfahrung bringen. Ihr wisst nicht, wie viele Menschen schon gegen solche Zäune gepinkelt haben und reden wir nicht drüber. Gucken wir weiter. Viel Spaß mit dem Bild in euren Köpfen. Ich will zu Willi, will's wissen, denn der hat Angeln. Eine bessere, oh nein, ist schon gleich zu spät. Nein, ich schaff das niemals. Niemals schaffe ich das, niemals. Ja, wasted time. Boah, es ist so ein Pain. Es ist so ein Pain. Oh Mann. Puh, das ist echt bitter. Cash übersetzt. Das ist echt bitter. Alter, Vögel. Nie. Nein, die schreien, die machen ja alles kaputt. Hol dir Hasen. Schlimmste, was die machen, ist irgendwo was anknabbern mal. Maximal, aber das kriegst du da auch raus. Ist ja, anstrengend. Dann auch. So. Ah, nicht putzen, sondern umso weiter er weg ist. Hat's bei mir geklingelt? Wer klingelt denn? Ja, geh mal gucken. Wer klingelt denn nachts bei mir? Da war ich da. Du bist überall, Linux. Junge, wir haben es 12:30. Mein Gott, Alter, sie creept sich gerade komplett in den Tod, ne? Sie creept sich komplett in den Tod wegen dem Video. Alter, die Arme. Was ist im Video? Was ist im... Oh Gott. Boah, die Arme, ne? Aber ich habe genau so eine Story. Bei mir hat es auch mal nachts geklingelt. Nicht 1, sondern 0 Uhr. Und plötzlich wollte jemand hier rein. Hier wollte jemand rein. Also wirklich so, kommen Sie bitte runter. Notfall, Frau, kaputt, Boden liegt, bitte schnell, Hilfe, kommen Sie bitte schnell, kommen runter. Ja, ruf einen Krankenwagen, so. Nicht Krankenwagen, kommen Sie runter, bitte, Hilfe, Notfall. Ja, ist klar, ich komme da jetzt runter, ist klar. Jo, alright. Ihr müsst
ihr müsst abonnieren. Abonniert Tretch Clips Germany. Ich freue mich auf die nächste Folge. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war einigermaßen interessant. Und Bubu, bis zur nächsten Folge. Yay! Das war cool. Da waren richtige Banger dabei. Mega. Sehr, sehr geil. Danke, Clippy, für die Arbeit auch auf jeden Fall. Und Leute, ihr habt's gehört. Ihr habt's gehört. Das Einzige, was euch jetzt noch bleibt, ist abonniert Twitch Clips Germany für mehr Content in deutschem Sprachumfang und deutschem Deutschland. Danke.